So schauen sie also aus, die Schilder. 7,5 Tonnen schwer muss man sein und auf dem Weg über die Grenze. Dann gilt das Verbot. Noch sind sie verhüllt, wie hier an der Ausfahrt Rohrdorf. Aber am Montag wird's ernst für die Laster im Transitverkehr. Großer Auftrieb heute, weil Ministerpräsident und Verkehrsminister persönlich die Maßnahme präsentieren. Ob die vielen tausend Lkw-Fahrer aus Osteuropa diese Anordnung auch verstehen? Die Polizei ist da recht gelassen. Natürlich ist dieser entsprechende Zusatz unter Umständen nur mit deutschen Sprachkenntnissen lesbar, das ist richtig. Aber an den Kontrollstellen haben wir entsprechend sachkundige Beamtinnen und Beamten, die den Verkehrsteilnehmer auch belehren. Und es ist ja nicht in jedem Falle auch gleich ein Bußgeld fällig. Da will man zunächst noch großzügig sein. Aber wer abfährt von der Autobahn auf die Straßen über die Dörfer, der muss zurück. Da wird es kein Pardon geben. Solche Bilder wie kürzlich in Brandenburg soll es nicht mehr geben. Wir müssen uns auch um den Schutz unserer Bevölkerung kümmern. Es ist einfach zu stark geworden, zu viel geworden. Natürlich wollen wir langfristig andere Lösungen haben. Dies ist eine Zwischenlösung, aber ein bisschen auch eine Lösung, die mit Notwehr verbunden ist. Notwehr zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger, zum Schutz auch des schönen Inntals. Der Kampf gegen die Blockabfertigung gehe weiter, so Söder. In den Dörfern wird das Leben sicher leichter, aber solche Staus auf den Autobahnen muss das Inntal weiter ertragen.